Kafar Qasem. Hier in diesem Ort in Zentral-Israel leben arabische Israelis wie Issa Moayat. Er hatte sich mehr von der Regierung erhofft, der ersten Koalition mit einer arabischen Partei, seit einem Jahr im Amt. Jetzt Ernüchterung. Ich hatte die arabische Rahmenpartei gewählt, aber sie haben mich enttäuscht. Sie haben nichts gebracht. Am Vormittag stimmte das israelische Parlament für seine Auflösung. Das historische Regierungsbündnis ist gescheitert. Zu unterschiedlich die Interessen der 8 Parteien, darunter Rechte und Linke, Religiöse und Säkulare und die islamische Rahmenpartei. Der scheidende Premierminister Naftali Bennett will nicht erneut zur Wahl antreten. Sein Stellvertreter, Außenminister Yair Lapid, wird übergangsweise das Amt des Regierungschefs übernehmen. Ex-Premier Benjamin Netanyahu, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, hofft auf Rückkehr. Sie versprachen Veränderung, sprachen von Heilung, machten ein Experiment und das ist gescheitert. Im säkularen Tel Aviv haben viele die breite Regierungskoalition unterstützt. Nun steht Israel vor der 5. Wahl in weniger als 4 Jahren. Die Menschen sind wahlmüde. Es nervt. Anstatt sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, die unser Leben bestimmen, sind wir in einer endlosen Wahlschleife. Die hohen Lebenshaltungskosten sind das Thema. Alles ist so teuer und nicht nur in Tel Aviv. Es geht nicht um Ideologie, sondern nur darum, Netanyahu ja oder nein. Die Wahlen sind für den 1. November geplant. Die größte Herausforderung wird dann sein, eine neue Regierungskoalition zu finden. Und aus Tel Aviv ist mir jetzt Sophie von der Tann zugeschaltet. Sophie, was war denn konkret der Auslöser für die Auflösung des Parlaments? Also die Risse in diesem sehr zerbrechlichen Bündnis, die wurden eigentlich in den vergangenen Monaten schon deutlich. Es gab nur eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz und die ist dann auch weggebrochen schon im April. Und damit begann eigentlich der Auflösungsprozess. Der konkrete Auslöser war jetzt die Verlängerung von einem Gesetz, wonach israelisches Zivilrecht auch auf Siedler angewendet wird, die im besetzten Westjordanland leben. Das wurde zur Zerreißprobe. Die Interessen innerhalb der Koalition waren einfach zu unterschiedlich und die Opposition unter Netanyahu hat das dann als Chance gesehen, um die Regierung zu Fall zu bringen. Sie haben die hauchdünne Mehrheit des Regierungsbündnisses ja schon angesprochen. Das wurde eigentlich nur zusammengehalten, um den früheren Regierungschef Netanyahu von der Regierung fernzuhalten. Was ist denn überraschender, dass die Knesset jetzt aufgelöst wurde oder dass das Bündnis immerhin ein Jahr Bestand hatte? Auf jeden Fall Letzteres. Viele waren überrascht, dass das Bündnis überhaupt so lange gehalten hat, dass es eine der Haupthürden genommen hatte, einen Haushalt verabschiedet hat. Aber es wurde eben immer deutlicher, dass die Interessen einfach zu unterschiedlich sind. Das sind 8 Parteien aus sehr verschiedenen Lagern, von rechts bis links, von religiös bis säkulär und auch zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine arabische Partei. Und eben was die zusammengehalten hat, war eigentlich der Wille, eine Regierung ohne Netanyahu zu bilden. Und das als gemeinsamer Nenner hat einfach nicht mehr gereicht. Damit steht Israel jetzt erneut vor Neuwahlen, zum 5. Mal jetzt schon in nicht mal 4 Jahren. Wie geht es da jetzt ganz konkret weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Bis eine neue Regierung vereidigt wird, übernimmt der stellvertretende Premierminister und jetzige Außenminister Yair Lapid das Amt des Regierungschefs. Und der wird die kommenden Monate, und das ist auch gar nicht so wenig Zeit, sicher auch dafür nutzen, die Wählerinnen und Wähler für sich zu überzeugen. Am 1. November sollen dann Neuwahlen stattfinden. Aber es ist eben gut möglich, dass es dann wieder zu einer Pattsituation kommt, dass es keine klare Mehrheit für eine stabile Regierung gibt. Und das kann dann sogar nochmal Wahlen bedeuten. Jetzt übernimmt also erstmal der bisherige Außenminister Lapid. Wo steht denn der eigentlich politisch? Ja, Lapid inszeniert sich so als Gegenentwurf zu Netanyahu. Er steht für das weltoffene, liberale, säkulare Israel, lebt in Tel Aviv. Seine Partei, Yesh Atid, heißt übersetzt, es gibt eine Zukunft. Er war lange TV-Journalist, ist eigentlich erst vor 10 Jahren in die Politik gegangen. Aber sein Ziel war immer, Premierminister zu werden. Und Netanyahu, der früh erkannt hat, dass er ihm mal gefährlich werden könnte, hatte deswegen auch von Anfang an die Taktik, ihn in eine extrem linke Ecke zu stellen und so darzustellen. Bennett hat schon angekündigt, nicht nochmal anzutreten. Was ist genau mit seinem Vorgänger, mit Benjamin Netanyahu, den Sie ja schon angesprochen haben und der ja aktuell wegen Korruptionsvorwürfen auch vor Gericht steht?
Ja, das ist im Moment schwer zu sagen, wie dessen Chancen stehen. Das hängt sehr davon ab, welche Parteien am Ende antreten und gewählt werden, in welcher Konstellation und wer dann bereit ist, mit Netanyahu zu koalieren. Im Moment wird viel diskutiert über die rechte Yamina-Partei, das ist auch Bennetts Partei. Und wenn die sich dann dem Block von Netanyahu anschließen würde, dann könnte Netanyahu laut jüngsten Umfragen eine Mehrheit bekommen. Allerdings ist diese Partei selbst sehr gespalten. Aktuell würden einige Netanyahu unterstützen, andere nicht. Also das ist noch vollkommen unklar und am Ende geht es immer wieder um die Frage Netanyahu ja oder nein. Aber ob das dann auf der anderen Seite auch reicht, um eine Regierung ohne Netanyahu zu bilden, das ist sehr, sehr fraglich angesichts der Regierung, die jetzt gerade scheitert. Einschätzungen waren das von Sophie von der Tann. Vielen Dank nach Tel Aviv.